Weiter geht's mit Blaze & Blade. Neo ist dabei. Wir sind im Schloss des Unsterblichen, sind aber ziemlich sterblich. Deswegen haben wir nochmal die Haarfarbe gewechselt, weil man das ja kann als Sterblicher. Sterblicher? Hallöchen. Hallöchen. Und wir sind im Stress und man sieht, wir sind immer noch im Schloss. Im Schloss und wir nehmen das in einer Tour auf gerade, weil wir ziehen uns ja nicht um oder so. Normalerweise würde man wechselt ja nachher, man die Kleidung hier nicht. In der Woche würde man aber schon mal denken, dass man die Kleidung wechselt. Wir nicht, genau. Nein, wir nehmen das Ganze in einer Runde auf. Da ist einfach irgendwas. Niemand weiß, was da ist. Also gehen wir mal da lang. Hier ist echt alles mit Siegeln, ne? Wenn man hier kein Elf hat, dann wie willst du dann weiterkommen? Treppe hoch klingt gut. Treppe hoch, Treppe hoch, Treppe hoch. Wohin geht's da mit Treppe hoch? Ein unsichtbarer Gang. Ja, geht gleich einen Stock weiter. Ist aber gut. Ob das richtig ist oder nicht, zeigt uns jetzt das Licht. Erster Stock, Westflügel. Oder nicht? Vielleicht können wir jetzt einfach mit dem Elf... einfach durchrushen. Oh nein. Ja, und tschüss. So, aber da du ja nicht ausschlaggebend bist für die Gruppe. Ja, geht's jetzt hier einfach weiter. Ich bin nicht ausschlaggebend für die Gruppe. Was hab ich gesagt? Bitte? Was hab ich denn gesagt? Ich bin nicht ausschlaggebend für die Gruppe. Das hast du gesagt. Ja. Und das ist jetzt wie schlimm? Sehr schlimm. Von einer Skala von 1 bis 10 von ist es schon eine 9,5. Okay. Das ist schon sehr schlimm. So, jetzt sind wir im Bücherlager. Oder was? Da brauchen wir einen Hebel, oder wie? Haben wir nicht. Mit einer Öffnung. Nicht ohne passenden Stock bedient werden. Ja, ich muss das natürlich auch nochmal anrühren. Okay. Vielleicht also ist in der Bücherei ein Stock. Nee, hier wahrscheinlich nicht. Das wäre ja ein bisschen... Was? Ach, da geht's aber weiter. Was war das denn für ein Rätsel, wenn du einfach sagst, ja okay, Meter weiter, da ist ja das, was du brauchst. Ja, warum nicht? Muss man in der Bücherei absuchen. So, hier geht's wieder runter, aber dann kommen wir einfach nur wieder nach unten. Den Stock suchen. Ist das clever? Nee, nein, das ist nicht clever. Suche den Stock. So. Außer natürlich unten ist der Stock, dann wäre es natürlich sehr clever, da runter zu gehen. Aber da ich das nicht weiß, behalte ich mich mal bedeckt und wir lassen uns erstmal hier oben weiter. Das ist ein schönes Regal, oder? Das ist bestimmt von Ikea. Deine Kameraführung ist einfach... Meine Kameraführung? Du siehst doch, dass das blöde Regal da steht. Da musst du einfach mal nicht gegen das Regal laufen. Nee. Das wird ja schon reich. Guten Tag, ja. Willkommen. Willkommen in den Schloss drin. So, hier kann man sich hinsetzen und mit ihm beten oder was? Oh nee. Auf dem Pult liegt ein Schlüssel. Der ist bestimmt nochmal wichtig. Du hast den Schlüssel des weißen Drachen. Ach ja, hier war ja was mit entweder Tiger, Löwe, Drache, genau. Bär, Vogel, Schoßhund, Kanickel. Schoßhund. Ich lerne nichts mehr. Fickendes Eichhörnchen. Bitte? Weiß ich nicht. Ich lerne nichts mehr. Kannst du da mal drauf schießen? Auf diese Kugel hier. Aber man das verfahren. Okay. Hätte ich gedacht, da passiert was, weil der eine magische Klasse ist. Passiert nichts. Du hast es doch jetzt 100 Mal probiert. Ist gut. Vielleicht. Passiert das beim 101 Mal. Oh, ist aber schick. Das ist eine Truhe. Jetzt ist da, ist nichts drin. Dann gehe ich rüber, da ist auch eine. Du hast den Eisenstab. Vielleicht brauchen wir den. Ja, wofür brauchen wir den wohl? Ich weiß, so, wofür wir den brauchen. Alles klar. Ich habe den Witz nicht erkannt. Das tut mir voll sorry, Alter. Oh Mann, ey. Da werde ich gleich wieder cholerisch angefahren. Weil er den Witz nicht begreift. Ja, guck dir doch mal deine scheiß Kameraführung an. Nee, du kannst einfach mal geradeaus laufen. Das ist... Ich laufe geradeaus. Jeder, der mich kennt, der weiß, alles, was ich mit anderen Leuten spiele, ist immer im Chaos. Und wir wissen auch... Ja, dass es nur an dir liegen kann, weil es wechseln immer die Leute. Nur du bist immer derselbe. Das stimmt. Ich bleib immer derselbe. Ich rück mich mal ein bisschen mehr hier ins Bild. Ich habe immer das Gefühl, dass ich nicht in dem Bild drin bin. Ich möchte einfach keiner mehr sehen. Doch, doch. Du verdrängst mich nur aus meinem eigenen... Ne, weil wir uns jetzt umgesetzt haben, denkst du, du bist hier der Boss. Aber das ist nicht so. Brauchst du Geld von Daddy? Brauchst du Geld von Daddy? Ich weiß, dass du Geld von Daddy brauchst. So, jetzt machen wir, glaube ich, da die Luke zu und dann ist das Wasser weg. Das könnte passieren, ne? Ja, erstmal möchte ich bitte mitkommen. Ja, nee, also bitte, jetzt so, lass das doch alle mal. Jetzt können wir wieder weggehen, wieder da lang gehen, wieder zurückgehen, wieder da hingehen und dann gucken wir mal, was da passiert ist. Ich hätte auch einfach so lang gehen können.
Ja, gut, ich hätte auch durch das Wasser warten können. Da waren ja auch Treppen, aber es hätte ja auch sein können, dass etwas in dem Wasser drin ist. Weiß ich nicht. Was ich zum Laut Loten. Augenschein hat da nichts gewesen. Was ich zum Loten gebrauchen kann, weißt du? Du zum Loten. Ja, eine größere zum Tasche zum Beispiel. Ich hätte gerne eine größere Tasche. Ja, weil du auch mal alles haben willst. Das ist halt der Unterschied. Deswegen kostet es ja. So, jetzt haben wir hier nämlich kein Wasser mehr drin. Das ist ja. Ja, was bringt uns das? Nichts. Außer Austrocknung und Verderben. Psst, vielleicht ist das Wasser böse gewesen. Für mich aber doch nicht. Ja. Weißt du, vielleicht wäre man ja ertrunken. So wie in dem Wasser bei. Möchtest du nicht hier lang? Nee, ich möchte gucken, ob da Natur ist. Okay. Ist wie in dem Wasser hier in dem Wald, so, ja, weißt du? Das ist einfach so blub und weg. Blub und weg. Blub und weg. Okay, da haben wir durchgucken können. Nicht da, sondern. Auf der anderen Seite. Nee, das ist dasselbe. Das ist was ganz anderes. Links oder rechts? Links. Links? Ja. Auf der Karte jetzt links. Also da lang. Nee, ja, hier. Das ist aber rechts. Na gut. Ich weiß nicht. Gut, wir wissen ja eh nichts. Wir wissen ja eh nichts. Von daher. Da kann ein Dieb die Tür öffnen. Was haben wir hier denn für Entscheidung? Ich möchte das Schild lesen. Ja, mach du. Ein Weg öffnet sich, aber es sieht gefährlich aus. Aber er sieht gefährlich aus. Der Weg. Gut, ich meine, wenn wir den Dieb schon mal haben. Ach nee, du öffnest die Tür mit dem Schlüssel des weißen Drachen. Und dann? Na dann. Warum brauchen wir den Dieb eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Das sah jetzt eine krasse Verdienstür aus. Warte, ja, stopp schon. Halt. Was war das? Da blinkt etwas. Darf ich da reinspringen? Versuchen wir die mal. Eine Fee. In der Tiefe kannst du etwas schimmern sehen. Oh, das ist ja nicht schlimm. Springen wir. Das ist der Schlüssel des schwarzen Drachen. Ja, wie? Und das war jetzt das ganze Geheimnis? Das war jetzt das Philadelphia-Geheimnis? Das sieht gefährlich aus, weil das du mich verletzen kannst. Ich hab mich aber nicht verletzt. Naja. Als Fee verletze ich mich. Irgendwie? Ja doch, du hast ja trotzdem die 6 Schaden gekriegt. Mehr kriegst du ja da eh nicht, aber trotzdem. Wenn das jetzt alles gewesen ist... Ist sehr gefährlich, der Weg. Holy and the Shitman, sag ich nur. So, da ist wahrscheinlich der schwarze Schlüssel. Ja, super. Ich bin diejenige, die immer in die Tiefen springt, wenn es jetzt darum geht. Das ist nur noch jetzt. Du musst überall die ganzen Tümpel da springen. Hallo. Oh, ich bin einfach schon mal... Pass auf, dass du nicht in die Tiefe fällst. Blub. Du hast ein Lebenselixier gefunden. Möchtest du es mitnehmen? Ja, gerne. Siehst du? Oh, krass. Voll den Geheimnis in den tiefen Wasser drin. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Ist gefährlich. Okay, was war hier? Hier ist wahrscheinlich dann kein... Kann man da rübergehen? Das Wappen eines blauen Drachen eingraviert. Vielleicht ist das in dieser Truhe drin. Ja. Wenn nicht, dann aber Pech. Du findest den Schlüssel des blauen Drachen. Das ist so! Warum haben die nicht den Schlüssel nicht in das Schloss gehangen? Das wäre einfacher gewesen. Wenn du dich fragst, wie kommen wir hier weiter? Weil du warst sehr verzweifelt. Ja, ich weiß. Hoch oder runter? Ich denke erstmal in die Mitte, hoch. Erstmal hier. Ja, wo es augenscheinlich Loot gibt. Ja. Ja, und du versuchst trotzdem wie eine Motte unten zum Licht. Ich dachte, auf dem Tisch lag irgendwas. Das sieht. Heilung. Ach, scheiße drauf. Ja, gut, wir gehen trotzdem. Ist aber auf jeden Fall ein richtiger Heilstrahl. Ein falscher wird ja nicht leuchten, haben wir gemerkt, ne? Ja. Da haben sie uns ja schon einmal gesehen. So, da ist kein Schlüssel oder sonst was noch? Nö. Hey, überall ist was versteckt. Du hast echt viel Leben, muss ich ja mal sagen, ne? Ich bin eine Tankfee, was erwartest du? Das ist voll der Tank. Vor allem frage ich mich, warum? Ich meine, mit meinem süßlichen Feenduft locke ich auch immer die Feinde an, deswegen brauche ich viel Leben. Ich bin immer jungfräulich gerade. Jungfräulich ist diese Fee wohl nicht mehr. Ist wahrscheinlich. Glaube ich nicht. So, ich klopp mal eben alles weg, vielleicht lernst du ja doch noch was. Du findest den Schlüssel des roten Drachen. Siehst du? Why the fuck wir das auch immer gemacht haben. Aber es passiert einfach. Es ist passiert. Er lag hier auf dem Boden. Nee, ich hab den noch gesammelt, oder? Ich weiß. Er lag da auf dem Boden. In der Leiche drin einfach. Ach, komisch. Ja. Wir wussten, dass du die bekämpfst. Naja. Oder? Eigentlich wäre ich einfach dran vorbei. Ich auch. Aber du sagtest ja, du willst noch ein bisschen leveln. Deswegen hätte ich gedacht, okay, nimmst du den Leveln mit? Und looten. Looten. Ich möchte hier hinten. Da ist doch das richtige Türchen. Das war auch easy. Das war alles easy. Was da ist das? Da ist nochmal ein Teleporter. Ein blauer. Der uns wahrscheinlich wieder irgendwo hinführen wird. Kürzen Sie wieder ab. Keine Ahnung. Fahrstuhlmusik. Zweiter Stock. Zweiter Stock immer noch im Westflügel. Und das ist nicht mal eine fette Tür. Uff.
Wir gehen einfach mal geradeaus und gucken, was passiert. Erst hier lang gehen und dann den Dickdarm folgen. Ja, also dann nach rechts, nach links, nach ne? Nach links, ja. Okay, wir gehen erstmal geradeaus, glaube ich. Das ist, das wenn ist ich geradeaus. Mal geradeaus gehen könnte. Ja. Wie heißen Löwen. Die? Nee. Das ist eine Verbindung aus Löwe, Drache und Ziege. Und Ziege und Greif. Das ist eine Chimäre, heißen die. Ich mach voll den Schaden. Heute lernen wir wieder was. Bildungsauftrag. Machst du keinen Schaden jetzt? Oh, 14. Oh. Es ist ein 37er Crit. Wo hast du den denn hergeholt? 37, 72. 72, Entschuldigung. Keine Ahnung. Ich möchte den Hebel betätigen. Mach mal, ich gehe mal aus dem Weg. Das sieht gefährlich aus. Das ist ein Hebel. Nach Westen umlegen, nach Osten umlegen. Warte, wir nach Westen vielleicht mal umlegen. Weil da wolltest du ja dann hingehen. Okay, jetzt ist nach Westen umgelegt. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich hier. Wahrscheinlich geht dann die Tür nach Westen ja. auf. Schätze ich jetzt einfach mal, weil wir nicht geguckt haben. Ja, das komische an so einer Chimäre ist halt. Manchmal nennen auch Leute so kleine Vögel, die manchmal auch Basilisken heißen, was ich auch nicht verstehe. Das sind ja auch, Basilisken gibt es ja so eigentlich. Auch so Echsengeschöpfe. Echsengeschöpfe, ja. Ja, aber manche sagen auch zu Basilisken, das sind so so eine Art Hühner, die dann auch so mehrphasig sind, wie Chimera halt. Das ist komisch. Das ist aber komisch. Ja, hier ist es aber Licht, dann gehen wir mal ins Licht. Auf dem Schild steht etwas. Es wäre besser. Später nochmal hierher zu kommen, okay? Ja, dann drehen wir das Ganze gleich wieder nach Osten, ne? Ja, wir machen ruhig die Chimäre mit. Vielleicht geben die ein bisschen Wut. Ich versuche einfach hier das Kristalle zu kriegen. Ja. Ich level und ich krieg Leben, ich werde immer mehr Tank. Ist okay. Ja, aber auch auf was für eine Art und Weise. Soll ich noch was predigen eben kurz, oder? Nee. Hey, ja, okay. Ja, hätte ja sein können, dass die Richtung ich, bringt uns ja dass du sagst, ich soll, ne, das ist dasselbe in Grün haben. Ja, eben. So, dann die andere Seite mal eben inspizieren. Vielleicht kann man ja einfach so durch die Tür, aber ich denke mal, dass diese so komisch dunkelblau, ah, die ist auch dunkelblau. Wir checken das einfach checken mal eben. Das jetzt einfach mal aus. Oh. Mädels. Nee, das sind keine Mädels. So, also die Tür geht einfach so auf. Vielleicht, ah ja. Oh, das gefährliche, umfallende Bücherregal. What? Ich bin aber viel schneller als ihr. Ich habe gehofft, dass die auf euch drauf fallen. Danke. Gut, hier ist ein Raum mit Spikes und... Er ist einfach groß. Ich weiß es auch noch nicht. Auf dem Schild steht etwas so. Verflucht, wie soll ich das denn lesen? Das steht auf dem Schild? Das ist doch kaum zu entziffern. Also, dann gehen wir mal hoch. Kann ja nicht so schlimm sein. Okay, warum können wir den Hebel noch nach Osten drehen? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ist einfach mal so eine Frage. Ne, warte. Klingt das? Ne, sah nur so aus. Okay. Nee, das sah so, gerade so aus, als glitzert da was. Wenn da was geblinkt hätte, oder wäre ich der Erste, der dann mit seinen Finger. Ne, du hast einiges nicht runterfallen. Komische. Wir können auf jeden Fall hier lang. Und da hättest du wahrscheinlich wieder nach oben gekonnt. Ja, hier ist, ja. Achso, hier kannst du dann auch irgendwas drehen. Dreh den auch mal nach Westen dann. Aber was man weiß einfach nicht, ob das richtig ist oder falsch, ne? Ja, ich frag mich einfach, was bringt uns das tatsächlich? Komm, lass den in Ruhe, oder? Scheiß auf den. Oder mach den noch, mir ist egal. Ich brauch die Erfahrung. Ist auch ein bisschen Ziege drin da auf meinem Kopf, ne? Warum auch immer. Drachen, Ziegen, Löwe, Falken, Chimera, Drache. Keiner weiß es. Hund. Oktopus. Tja. Hier ist zu. Aber dick zu. Und nee. Den dort. Ne? Ja. Hä? Keiner weiß, was hier los ist. Das ist ein krasser Friedhof, ey. Guck mal. Jetzt kommen wir, glaube ich, kommen wir jetzt in den Kerker, oder wie? Huch, da läuft einfach so ein Vieh durch die Tür. Nö. Hier, auf den toten Dingern kriegst du sogar Damage. Echt? Das ist ein Gegenstand, das will ich nicht. Ich möchte diesen Gegenstand nicht, Damage. Ja, hast du doch gesehen. Ach ne, du kannst nämlich keinen Damage kriegen. Ich krieg's ja Damage. Aber nicht auf wenig. Ich kann mal wieder einen Hebel bewegen. Alle jetzt mal nach Westen drehen, oder sollen wir alle nach Westen drehen, würde ich mal sagen. Ich weiß aber nicht, was wir gehen halt die Lichter an. Dreh mal nach Osten vielleicht. Vielleicht glitzert da was anderes. Einfach mal nur
Ne, dann geht's nicht an, wir müssen alle nach Westen drehen. Um erstmal. Wer soll das genau wissen, ne? Ja, um erstmal überall Lichter anzumachen. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist sinnvoller, als erstmal alle auszulassen. Das, sagst du nur so. Okay. Gezaubert hin. Das ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob ich im Bild bin oder nicht, aber ich denke mal ja. Du kannst auch gerne neben mich kommen. Komm runter. Nö, das kann ich noch? Ja, du kannst gerne noch. So ein Stück kann ich noch, okay. Ich versuch's. Das ist ein bisschen schwieriger, sich da zu drehen, oder nicht? Ja, nee, es geht nicht ums Drehen, aber man sieht so aus, wenn man nicht in der Kamera ist. Wirklich, Gänse. Hallo, Chimera, hallo, hier ist ein Bücherregal für dich. So. Okay, wir haben jetzt alles nach Westen gedreht und alles hat Klick gemacht und das Licht an. Ja. Aber liegt ja auch im Grunde auf der richtigen Hand, weil das ist ja Westen, wo auch der Raum liegt. Vielleicht hat das etwas damit zu tun. Und wenn nicht, dann haben wir ja ein mittelschweres Rätsel vor uns, was keine Hinweise hat. Ja, stimmt. Das ist aber auch okay. Ich hätte gerne so einen Teppich auch zu Hause. So ein lila Teppich. So einen geilen royal-lila Teppich mit diesen weißen oder silbernen Glänzestreifen. Jetzt geht's aber, siehste. Überall muss das Licht an sein. Ist auch immer schön, dass sich der Soundtrack dann wiederholt, so ganz dramatisch. Ja. Okay, jetzt haben wir hier noch irgendwo. Ja, wir gucken erstmal auf die Karte. Also wir sind eigentlich nur von da nach da gejumpt. Ja. Und können uns jetzt entscheiden, links durch den, rechts durch den Darm oder links durch die Lunge. Wir gehen erstmal links durch die Lunge und dann rechts durch den Darm. Ich hänge gerade hier schwer am Stein. Abzug, Alter. Was für ein Abzug, Alter! Achso, hier brauchen wir wieder den Elfo. Nehmen wir den mal mit. Das ist echt komisch. Jede zweite Tür ist für den Elf. Gut, dass wir den mitgenommen haben. Speichern. Hier können wir speichern. Okay. Und da ist wieder ein Hebel. Ich mach mal. Ja, drück mal den Hebel. Ja, mach mal nach Osten. Ja, im Westen ist er schon. Dann drückt mal nach Osten. Ja, okay, ja, gut. Ich mach einfach nur das Hebel aus. Ja, gut, weiß er ja vorher. Vielleicht hätte ich als Fee auch einfach. Endboss? Er lädt einen Raum. Das ist ganz. Vielleicht hätten wir speichern sollen. Ja. Zweiter Stock Innenhof. Das ist ein größerer von denen. Was mit dem? Ich hab Angst vor dem. Er kommt näher. Hört ihn! Ich versuch erstmal hier schwer. Ich will erstmal seinen Freund genau. Ne, der ist tot. Der hat mich. Der hat mich nicht wirklich. Ich level zwar, aber. Vielleicht ist es einfach ein größerer Typ. Ne? Ja. Das ist der Vorarbeiter, Diener. Genau. Was auch immer. So in der Art. Oder was ist denn? Siehst du? Ja. Ein besserer Puppenspieler. Keine Ahnung. Ich bin irgendwie verflucht oder so. Guck das mal. Meine ganzen Werte sind im Arsch. Ja. Das war echt nicht aus Spaß. Ja, es scheint so, dass hier irgendwo. Guck mal, das ist ein Balkon, auch schön. Ja. Ach, guck mal, wir haben einen kürzeren Weg genommen. Das sieht man jetzt hier ganz krass. Ne, man wäre wahrscheinlich auf derselben Sache rausgekommen. Ja, genau. Ja, geil. Ja, der Elf ist hier. Wir kürzen hier alles ab. Der war ja richtig interessant heute. Dankeschön für das Erstellen von Jared. Auch egal mit den Wänden, das finde ich total cool, ne? Das sieht schon echt nett aus. Das sieht so ein bisschen nach der Geschichte von Breath of Fire aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Echt? Ja. Wir können jetzt auf den Balkon gehen. Ich möchte hier erstmal raus. Elf. Ja, dann machen wir das doch mal. Nimm mal den Elf. Ey, ich raff es nicht. Jede Tür. Hokus Pokus. So. Für die Boss. Dreimal lila Kopf. Das ist zur Hölle. Ist das gut oder schlecht? Aber normalerweise, wenn das ein Elfensymbol ist. What? Okay. Wir haben so ein Glück, ne? Das ist. Wir lieben euch, Jared unfassbar. Und Sansus. Ihr seid die Besten. Bleibt bei uns. Oh, jetzt toll. Und wir können uns einfach hier. Wir können die Aussicht genießen und uns einmal am Balkon vielleicht regenerieren. Vielleicht ist das wichtig. Vielleicht kommt gleich der böse Baus. Der böse Baus. Wer bis hierhin vielleicht Baus? Leben verloren hat. Wollen wir denn dann in dieser Folge den bösen Baus schon machen? Wir machen den bösen Baus, wenn dann in dieser Folge. Und wenn er schwer ist und wir abkratzen? Sollen wir nochmal zurückgehen und speichern? Wir können nochmal gerne zurückgehen und speichern. Ich hab Angst. War ja nicht weit, ne? Nee. Aber das sollten wir vielleicht wirklich tun. Tut mir leid, hätten wir gerade schon machen können, aber wir wussten nicht. Ich hab's dir gesagt. Ja, echt? Ja, klar. Ich hab nicht drauf gehört. Nee, du hörst nie auf mich. Das ist ein schlechtes Beispiel für jeden anderen. Ihr solltet auf eure Frauen hören. Ja.
Sie sind eure beste Hälfte. Dann geht ihr die Wege zum Speicher nicht doppelt. Auch das. Er sieht tatsächlich aus wie der böse Bub. Ja. Einfach weil er mittig steht und einfach eine andere Art ist. Von, ja, genau. Ja, ne? Aber es wär auch schon ziemlich komisch, wenn der Boss genauso aussieht wie seine Lakaien. Das finde ich auch sehr witzig. Ja. So, eben nochmal speichern. Was hat das? Krieg ich überhaupt Schaden daran? Niemand kriegt Schaden daran. Ich will einfach durchlaufen. Ich weiß nicht. Vielleicht spawnen dann Monster, wenn man da durchrennt. Das kann natürlich sein. Dann kommen wir her. Dann speichern wir mal eben ganz fixi. Und was sollen den Boss jetzt noch machen? Dann sollen wir dann noch den Boss machen, ja klar. Okay. Wenigstens können wir mal einen Versuch starten. Ich meine, das ist ja. Ja. Und er speichert ja relativ fix. Hä? Ja, speichert ja auch relativ schnell heute. Ich hab das ja schon mal erlebt. Dann wartest du in diesem Stream ungefähr 10 Stunden. Wo dann steht. Gefühlte 10 Stunden. Und dann steht die Datei und wird gespeichert. Bitte machen Sie die schnell. Okay. Auf geht's. Ja, ihr seid alle lahm. Ich nicht. Ich bin ein Fee. Ich werde nicht getroffen. Aber es ist halt dieses. Der macht uns ja nicht lahm, er macht uns einfach nur cooler. Weil langsam gehen ist viel cooler, gerade wenn es im Abenteuer ist. Das ist so ein bisschen Baywatch, meinst du? Ja, es ist eine gefährliche Situation. Du rennst in deinem Badeanzug einfach in Zeitlupe da lang. Ich meine. Ich finde das sehr klasse von den Leuten. Oh, das ist eine Fahne, Alter. Ich nehme übertrieben die Fahne mit. Du nimmst jetzt keine Fahne mit. Ich nehme die Fahne mit. Nein. Ustra. Du nimmst jetzt tatsächlich die Fahne mit? Das ist nicht dein Ernst. Du kannst nichts wegschmeißen. Klar, ich ziehe die anderen Schuhe an und werf die alten dann weg. Bam, bam. Darfst du nicht. Bin ich auf 5 gerade? Oder? Dann werf ich doch einfach mal die Windkette weg. So. Kack doch drauf. Ich will diese Kacke haben. Gib mir die Standarte. Ich will sie haben. Es ist gut für uns alle, wenn ich die Standarte in der Hand habe. Bin ich voll der. Das weiß keiner. Dann. So. Nee, ich war. Nee. Geh weg von der Truhe. wie du gleich aus der Haut fährst. Ne? Ja, weil es unglaublich ist. Guck mal, du hast 10 Stück, ich habe 2. Achso, kann ich die Elfenschuhe eigentlich überhaupt tragen? Nein, die sind nur für einen Elf. Ja, dann schmeiß ich die doch auch mal weg. Ja, bitte. So, jetzt habe ich diese geile Kriegsstandarte. Ole, 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 ole. Mio macht das schon. Mio macht das schon. Mio, 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 Mio. Das ist wie Vuvuzela. Keiner mag's, aber alle machen's. Die Mio, die Mio. Oh, Mio, ich komme und rette deine Welt. Ja, ich bin verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt. Jedes Mal, wenn ich in irgendeine Richtung drücke, ist es eine andere Richtung. Das ist so witzig. Können wir nicht einfach weiterlaufen? Wir können einfach weiterlaufen. Ich weiß aber nicht, wohin. Ich bin gelähmt und dumm. Ich bin einfach Tank. Ich finde das lustig. Hilfe! Ich kann mich durch die Verwirrung nicht mehr vernünftig bewegen. Ah! Ich bin weg. Holy into shit, man! Jared, das tut mir leid. Du musstest draufgehen. Kann ich das irgendwie. Oh. Yay! Oh. Ich habe was gelernt. Zeit? Tickende Bombe? Krass, kannst du die Zeit anhalten vielleicht? Das wäre mega. Oh, wenn du die Zeit anhalten kannst, dann lieb ich dich direkt. Auf die Stelle. Na. Okay. Ja, stehen! Er ist aber wieder stand in deinem Zauber. Mach nochmal! Lass doch nochmal. Ja, stehen! Dieser Zauber ist der beste! Ich zerstampfe wohl die Leute. Sieht aber cool aus. Wir sollten gehen. Ja. Lass uns die beiden nicht noch. Ja, wir sollten vielleicht nochmal eben zum Heilen gehen. Ja. Just for the moment. Ja! Ich mach das einfach gleich. Ich glaube, das. Achso, wir haben die schon aufgeschlossen. Auf ja. Ich dachte, man muss es dann nochmal machen. Nee. Würde dumm sein. So dumm habe ich die Leute nicht eingeschätzt. Nee, das stimmt. Wenn man das einmal geöffnet hat, kann man da durch. Okay. Ich habe volles Leben. Braucht doch nicht mehr. Oh, volles Mana hast du aber nicht. Ich weiß ja nicht, vielleicht bringt's ja was. Ich weiß auch nicht, was das für. Achso, jetzt soll ich mal eben genau gucken, ja, was das bitte. Ist. Ja. Das ging aber jetzt dramatisch schnell hier, diese Runde. Muss ich ja mal sagen. Oh, Entschuldigung. Ich bin gerade verwirrt. Okay, jetzt hab ich's. Ja, ein weiter. Ja, das sah. Zeitlupe. Geister bremsen die Bewegung. Was? Der Gegner. Ja, gut. Das heißt, die werden halt nicht nur langsam, die werden langsam.
Ja, wir hatten doch darüber geredet gerade. Baywatch. Alles, ich mach die Leute langsamer, damit sie cool sind. Dann zauber das doch nochmal. Just for. Wer fliegt da hinten? Langsam. Oh, wie geil der zertreten wird. Boah, langsam ist für ihn gar kein Ausdruck. Er kann gar nicht mehr. Er kann gar nicht mehr. Ach, das machst du auf alle? Ach, das mache ich auf alle. Das ist ja mega. Das heißt, ich könnte jetzt hier stehen. Nur mal eben schauen. Oh, das ist ein Superboss. Ja. Guck. Das ist geil. Das ist cooler. Weil ah, okay. Also, das ist also der ganz normale langsame Zauber, nur halt nicht auf Einzelziele, sondern auf Multiziele. Oh, die ist ja cool. Der Superboss ist das voll vor der. Wusch, dass die hat. So. Ich bin halt relativ schnell im Schießen. Ja. Okay, haben wir dann doch erledigt. Noch irgendwann mal unser Leben. Ich will ihre Erfahrung haben. Ja, aber du lernst ja auch wieder was. Und da lernt noch jemand was. Jetzt lernst du alle schneller zu machen wahrscheinlich. Das ist natürlich auch geil. Das war natürlich viel geiler noch. Ich brauche ja die Gegner nicht lange. Zeitraffer. Beschleunigt die Bewegung aller Gruppenmitglieder. Ja, das ist mega. Da hab ich doch gerade ausgerüstet. Jetzt hast du wieder. Ist doch ausgerüstet. Ja. Hab ich doch gerade gemacht. Bam! Ja, das ist geil. Das ist richtig clever. Das ist ein cleverer Zauber. Oh, Vorsicht. Das ist auch geil, diese Kugel, die oben drauf ist. Jetzt schießt du die ganze Zeit diese Pfeile, solange diese Kugel da ist. Wie lange hält denn mein Zauber? Was lange. Du kannst ja immer wieder zaubern. Aber es weiß nicht wirklich jemand, wie lange. Nö, aber ich meine, ich würde jetzt nochmal Zauber nehmen. Jetzt soll ich nicht mal Boss erst machen. Ist er jetzt beim Boss? Der nächste Raum wird Boss sein. Ja, dann lass mich doch mal eben zaubern. Ich wollte nochmal auf die Karte gucken. Buff und. Sehr gut. Wasser. Ach nee. Naja, gut. Ich dachte, hier ist für ein Ende. Ist ja nicht schlimm, ich kann es ja nochmal zaubern. Ja, ich dachte. Hang Fee mit Supermana Vorrat. Ja, Supermana Vorrat, super viel Leben, Regeneration, du kannst hauen, shit, Mann. Alles gut. Das verlangsamt mich. Hauptflügel. Also, oh nein. Wir dachten, es kommt ein Boss. Hm? Okay, sieht aber nicht so schlimm aus. Ja, jetzt kann man sich entscheiden, links oder rechts. Da steht wahrscheinlich auf der Tafel drauf, wo man genau hin soll. Wahrscheinlich. Ich komm erstmal mit hoch. Ja, bitte. Auf dem Spiel steht etwas. Zum Dachgeschoss nach Westen. Ja, dann gehen wir doch mal nach Westen. Okay, wollen wir denn aufs Dach? Das ist wahrscheinlich, ne? Ja. Der letzte Bosskampf im Schloss war ja auch auf dem Dach, von daher. Wir gehen immer aufs Dach. Ja. Hoch hinaus. Ich weiß aber nicht, jetzt weiß ich tatsächlich nicht, wofür die Heilung da gewesen sein soll. Warte, stopp, nicht so lang. What? Ich will mittig gehen. Mittig? Ja. Aber mittig ist ein Teleporter. Ja. Du weißt ja nicht, wo der hinführt. So. Und wenn du nicht zurückkommst? Dann laufen wir erstmal alles ab. Wir laufen besser erstmal alles ab. Also wird's in dieser Folge gar nicht mit Buskampf, ne? Nee, gar nicht. So gedacht. Wirklich. Was kommt denn da? Du bist rausgelaufen aus dem Boden. Echt? Ja, das ist nicht schlimm. So, hab ich nicht gesehen. So. Aber dafür hast du, glaube ich, auch. Ich habe aber keinen. Ist das Wasser? Das ist ja interessant. Hm. Wofür auch immer das sein mag. Keiner weiß es, keiner wird es je erfahren. Hallo, Gegners. Die sind unten, ne? Wir sollten vielleicht diesen Teleporter benutzen. Ich hänge fest. Ich auch. So. Wo uns der hinbringt, ist die große Frage. Auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Ja, jetzt sind wir einfach da drüber sozusagen. Ja, jetzt sind wir nämlich oben und jetzt müssten wir da rauskommen. Okay. Oh. Gut, das ist halt, da darfst du natürlich nicht durch die Löcher fallen. Ja gut, ich hab's nicht gesehen. Durch die Kameraführung war für mich das... Im Westen ist ein Geräusch drin, ja, das ist doch schön. Okay. Du solltest das nochmal öffnen. Meinst du? Nein, das ist doch ein Geräusch zu hören gewesen. Was soll ich da jetzt nochmal irgendwas rumhampeln? Hm. Ja, ich. Wenn ich Platz hab, noch. Ja, hätten wir dann doch wahrscheinlich einen Teleporter nehmen sollen oder niemand weiß. Was war der Kiste drin? Hm, okay. Auch das weiß keiner. Ja gut, dann sind wir jetzt halt hier und können wir zurückgehen, ja. Ich weiß es auch nicht. Was soll ich dir sagen? Wo muss ich denn jetzt einfach durch ein Loch springen, das du gerade schon getan hast. Achso. Und jetzt fragst du dich wieder, was du machen musst. Was ich sehr seltsam finde. Autsch, es war wohl das falsche Loch. Ja, es war das richtige Loch. So, jetzt müssen wir wieder da lang. Ne, wir hätten in der Mitte. In der Mitte gab es kein Loch.
Nein. Du standst in der Mitte und hast dich gefragt, was du machen musst. So, wir können das da machen. Das ist aber, glaube ich, Quatsch. Wir gehen erstmal jetzt da weiter. Ja, jetzt haben wir natürlich auch die halbe Stunde schon wieder geknackt. Ich würde sagen, wir gucken gleich mal, wenn wir den nächsten Hebel umgelegt haben, dass wir irgendwie wegkommen. Okay, wir müssen durch den Teleporter. Es führt kein Weg dran vorbei. Es führt hier kein Weg dran vorbei. Wir gehen mal den Teleporter, vielleicht ist der ja... Der führt uns wahrscheinlich dann da nach oben. Ja. Vielleicht. Boah, ist das ein Rätselding in hier. Ich dachte, Nobody knows. Ich dachte, wir wären jetzt einfach vor dem Bossraum. Man wird einfach Ende machen. Auch. Nein, er hat uns aber wieder nach unten gelockt. Der Penner. Okay, also das ist auf jeden Fall der falsche. Der falsche Vogel. Die Frage ist dann, was ist die richtige? Ja, dann müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir nach Westen. So. Wahrscheinlich teleportiert sich der immer wieder nach unten sozusagen. Und wir machen jetzt hier trotzdem eine kleine Pause. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie wir hier weiterkommen, könnt ihr beim nächsten Mal zusehen. Bis dahin, seht zu.